Ja, servus Leute, dieses Thema ist die Ergänzung zum Dachhimmelausbau. Video zum Dachhimmelausbau findet ihr hier in der Infokarte. Ja, ein Zuschauer hat mich mal darum gebeten, wenn es möglich ist, ein Video zu zeigen, wie man die Schiebedachkassette auseinandernimmt, um an den Stoff ranzukommen. Weil er möchte sein Dachhimmel wahrscheinlich jetzt auch neu beziehen und die Schiebedachkassette, diesen Stoff innen drin auch. Und da hat er mich darum gebeten, wie gesagt, ob ich da nicht mal ein Video machen kann, wie man den rausbekommt. Was ich euch sagen kann, ist, ihr müsst auf jeden Fall die Schiebedachkassette ausbauen. Da tut ihr euch leichter, als wie wenn das Ganze verbaut ist. Und dann bleibt eigentlich mir jetzt nur noch zu sagen, wir schalten jetzt hier auf das Schiebedach oder die Schiebedachkassette und dann zeige ich euch, wie das rausgeht. So, hier vor uns liegt jetzt die Schiebedachkassette, so nennt man das Ganze. Wir haben hier einmal den Korpus außenrum, der ist mit 6 Schrauben befestigt oder 8 Schrauben, müssten Torx sein. Welche Größe kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Dieses Dach hier müsst ihr dann manuell erstmal in Kippstellung bringen. Das kann man dann hier mit einem Imbus vorne machen, an da, wo der Motor sitzt. Dann sind hier, ich klappe das Ding mal hoch. Dann, ich weiß nicht, ob man es im Video sehen kann. Ich lege das Ding mal auf die Schiebedachkassette. Dieses Ding rausbauen ist wie folgt. Wir haben hier 3 Schrauben. Müssten 16er Schlüsselweite sein. Sind solche ganz dünnen, flachen Muttern. Und hier vorne sind 20er Imbus, Torx drin, hier. Und auf der gegenüberliegenden Seite auch. Da kommt ihr, wie gesagt, nur hin, wenn ihr das Ganze in Kippstellung macht. Und dann müsst ihr dann sozusagen das manuell aufdrehen. Das Schiebedach manuell aufdrehen. Ihr seht es ja hier gerade. Dass man hier an dieser Halterung, ich hoffe, ihr seht es, an dieser Halterung, da sind die Befestigungspunkte vom Schiebedachdeckel. Und wenn ihr die rausgeschraubt habt und die hier rausgeschraubt habt, die sind hier nämlich befestigt, die Muttern, an dieser Schiene hier, die sitzt nämlich hier so drin, dann könnt ihr diesen Deckel nach oben wegnehmen und dann kommt ihr. Aber ich will jetzt nichts verkehrt sagen, wie gesagt. Im ausgebauten Zustand der Kassette ist es einfacher, an den Stoff ranzukommen, weil hier, das hier ist schon der Stoff. Wir haben hier Torx-Schrauben, glaube 8 Stück an der Zahl pro Seite, also sind 16 Schrauben. Und ich bin der Meinung, man kommt nur ran, wenn man die Kassette komplett ausgebaut hat. Man kann es probieren, das Schiebedach manuell wieder zuzudrehen und dann von oben zu schauen, ob man die Schrauben lose kriegt und dann versuchen, das nach oben wegzuheben. Ich bin mir da nicht sicher, ihr könnt es ausprobieren, aber meiner Meinung nach ist es besser, wenn man die komplette Kassette ausbaut vom Fahrzeug. Ist zwar mehr Aufwand, aber wenn man das sich so als Winterprojekt anwendet, wie jetzt die Jahreszeit vielleicht gegeben ist, wäre das nicht das Problem. So, jetzt bauen wir mal das Teil hier aus und dann zeige ich euch, ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das rausgeht. Wie ihr das hier abmacht, das ist einfach hier nur, ich habe es jetzt einfach nur reingesteckt. Normalerweise ist da ein kleiner Splint dazwischen oder ein Stift, der wo das hält, weil sonst rutscht es nämlich raus. So, das sind 25er Torx. Die drehen wir jetzt mal alle raus. Ich sehe gerade, ich habe euch da ein bisschen was Falsches erzählt. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schrauben auf einer Seite. Und hier auf dieser Seite sehe ich jetzt auch gerade, hier haben wir nur 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben. So, jetzt
nehmen wir diese Kassette dann mal raus. So, erstmal die Schrauben auf Seite tun. Hebt die euch auf in der Tüte oder in der Schachtel, dass ihr die wiederfindet. Und jetzt müsste nach meinen Regeln das Teil nach oben weggehen. Voilà, es hat funktioniert, so wie ich es wollte. Und das hier ist ein schwarzer Stoff. Und ein bisschen dreckig geworden gerade eben. Aber im Endeffekt, so wird das ausgebaut. Und ich denke mal, das hier werde ich dann auch mal mit neu beziehen. Weil hier löst sich schon der Stoff. Und hier vorne auch ein bisschen. Also Arbeitsaufwand, sage ich mal, wenn man die komplette Kassette ausbaut. Eine Stunde muss man einrechnen. So, das war jetzt das Thema, wie man die Schiebedachkassette in dem Sinn zerlegt. Ich will mich jetzt, wie gesagt, nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, man muss die Schiebedachkassette komplett aus dem Fahrzeug herausnehmen, um diesen Schritt jetzt fortzuführen. Probiert es aus, wie gesagt. Man kann den manuell mit einem Imbus zurückdrehen, wenn der Motor mal die Frecke macht. Reindrehen den Imbus, nach vorne kurbeln und schauen, ob es rausgeht. Wenn es natürlich nicht rausgeht, dann müsst ihr euch die ganze Schiebedachkassette ausbauen und das Ganze dann so machen, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Zum Thema Schiebedach gibt es viele Sachen. Ich konnte euch jetzt an diesem Schiebedach nicht alles zeigen, wie man jetzt den Hauptdeckel oben abnimmt, wo der befestigt ist richtig und wie der richtig sitzt. Das konnte ich euch jetzt alles gerade gar nicht so gut erklären bzw. zeigen. Wer Interesse dran hat, ein komplettes How-To-Zerlegen Schiebedachkassette sehen möchte, könnte ich euch liefern. Das ist kein Thema. Wir haben ja noch den grünen Schlachter, der hat ein Schiebedach drin. Das werde ich jetzt demnächst ausbauen, weil der kommt jetzt dann nach Weihnachten in die Presse. Und an diesem Schiebedach, ich könnte euch zeigen, wie baut man es vom Fahrzeug aus, wie zerlegt man es komplett in seine Einzelteile, die Schiebedachkassette an sich. Wäre ein Thema, weil es gibt nämlich auch das Problem gerne, Schiebedach zieht schief und geht nicht mehr gut zu oder geht gar nicht mehr zu. Da ist meistens diese Schiene, was das Fenster, das Schiebedach ausstellt, gebrochen. Und deswegen war auch dieses Schiebedach schon zerlegt, diese Schiebedachkassette, weil bei meinem Bruder sein Touring das Problem nämlich war. Wir haben das Schiebedach aufgemacht und es war schief. Und deswegen musste ich das da ausbauen. Von der Reparatur an sich hatte ich damals keine Lust, ein Video zu machen, weil ich erst nicht wusste, wie es geht. Ich musste mich erst da reinfinden. Deswegen war da damals kein Video vorhanden. Ja, wie gesagt, viel zu viel gelabert. Tut mir leid, Leute. Aber so wird das jetzt ausgebaut, die ganze Geschichte. Und wie gesagt, überlegt euch, schreibt es in die Kommentare oder wie auch immer. Informiert mich und schreibt rein. Wollt ihr sehen, wie man Schiebedach aus dem Fahrzeug ausbaut und komplett zerlegt? Da mache ich dann mal ein komplettes Video draus. Wie lange das Video dann wird, keine Ahnung, wahrscheinlich eine halbe Stunde, wenn ich alles gut hinbekomme. Und zu dem Thema jetzt hier, hoffe ich, konnte ich den Zuschauer oder diesen Abonnenten ein bisschen einen Einblick geben, wie sowas aufgebaut ist. Ansonsten viel Spaß beim selber ausbauen oder zerlegen und meine Tipps nicht vergessen zu beachten. Alle Schrauben immer sorgfältig in irgendeine Schachtel legen und merken, welche Schraube wo dran war, weil sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Ich wünsche euch jetzt was und ja, Servus Leute!